Ja, ich habe es nicht gelernt, aber was das ist, könnt ihr, glaube ich, sehen. Das ist hier eine rote Polizeikelle. Und wir haben hier einer der ersten Polizeiautos nach dem Krieg überhaupt. Das ist nämlich ein Hebmüller-Cabrio, viertüriges Polizeikabrio von Hebmüller. Sind insgesamt für die deutsche Polizei 450 gebaut worden, 100 davon von der Firma Hebmüller. Die ist leider dann 1949 abgebrannt. Das heißt, das Auto ist nur ein Jahr lang gebaut worden, also von Mitte 1948 bis 1949. Und wir haben einen 49er, wir haben ein Gutachten, wir haben Dokumente von VW, das Auto ist wirklich echt. Und der ist so dermaßen cool, der Wagen, dass wir jetzt damit auch fahren. Schaut euch das mal an, diese absolut klasse großen VW-Radkappen alleine hier, die sind es schon wert. Dann hat er hier ein Polizeihorn, was tatsächlich funktioniert, das werden wir euch gleich mal vormachen. Hoffe ich nicht, dass uns dann die Polizei anhält. Das ist halt ein Dienstauto, was übrigens von 1949 bis 1963 im Einsatz war bei der Polizei in Hessen, in Wiesbaden. Dann ist er völlig verrostet und vergammelt. Dann hat man 1977 ihn wieder in Betrieb genommen. Man brauchte aber dann da einen neuen Rahmen. Der hat aber die gleiche Nummer wieder gekriegt, weil der völlig verrostet war. Und dann ist das Auto, ja, ich sag mal, bis heute in der tollen Sammlung gewesen. Und wir haben das ganz, ganz große Glück, dass wir euch so einen tollen Polizeiwagen von 1949 filmisch präsentieren können. Also da freue ich mich selber drüber, weil sowas bekomme ich in meinem Leben, glaube ich, nicht wieder. So, vier Türen. Gab es teilweise auch mit Stofftüren. Wir haben einen hier mit Metalltüren. Das war vor allen Dingen im Winter angenehmer. Jetzt wollen wir mal starten. VW kennt ihr ja, 24,5 PS, 1130 Kubik. Ja, los geht's. Ja, 24,5 PS, wir haben das Jahr 1949, wir sind bei der Polizei, bin der Wagenmeister, ich check das Auto mal ganz kurz, ob der in Ordnung ist. Das war damals Polizeieinsatzfahrzeug Ende der 40er Jahre, als praktisch Deutschland wieder auf die Beine gekommen ist. Da hat man damals 450 dieser Autos geordert und 100 nur von Hebmüller. Hintergrund ist eigentlich gewesen, dass die Firma Hebmüller 1949 in Wülfrath einen riesen Brand hatte, das ganze Werk abgebrannt, und die waren bis zu dem Zeitpunkt ganz groß im Geschäft. Aber wie gesagt, wenn alles abbrennt, ging das nicht mehr. Damals hat sogar VW 2000 Hebmüller Cabrios, die galten als sehr, sehr exklusiv, bestellt, und es sind am Ende nur davon gebaut worden 650. Deswegen sind diese Autos heute extrem teuer. Und was also absolut selten ist, ist sowas hier. Das ist einfach Dienstfahrzeug der Polizei gewesen. Könnt ihr hier sehen, altes, das ist Typ 1, also praktisch der Brezelkäfer, alter Tacho aus der Zeit VW. An dem Auto ist alles original. Wir haben ein Gutachten oder ein Zertifikat vom VW-Werk. Der Wagen ist wirklich echt und ist in einem wunderschönen Zustand. Wir haben einfach großes Glück, dass wir da rangekommen sind. Oh, wie komme ich denn da jetzt in einen anderen Gang? Ja, warte mal, linker geht so, schätze ich, ja. Ach, er hat noch die schönen Winker an der Seite beleuchtet. Allein das ist ja schon eine absolute Rarität. Was gibt es eigentlich gar nicht. So. So, wunderbar, dritter Gang. Auto hat eine Viergangschaltung, läuft 100 Stundenkilometer Spitze und ist relativ leicht. Der wiegt nur 730 Kilo, das merkt man auch beim Fahren. Er hat dann noch dieses ganz frühe Lenkrad hier. Hupe gibt es nicht. Jetzt müssen wir noch mal hier ein bisschen Alarm machen. Wo ist denn das hier unten? Ja, das hat doch was. Das ist doch voll cool. Nicht, dass ihr seht, sie gucken alle gleich. Das ist eine Autofahren pur. Also ich würde mal sagen, das ist hier wirklich noch Autofahren pur. Leute sind hellauf begeistert. Und jetzt habe ich mal keine Angst, dass die Polizei kommt, weil wir sind es ja selber, nicht? Ich meine, wir fahren jetzt mal hier auf den Simsee. Hier haben wir ein bisschen mehr Ruhe, um diesen wirklich einmaligen Wagen zu zeigen. Ich habe sowas noch nie gehabt. Ich habe zwar schon mal ein Hebmüller-Cabrio verkauft, aber sowas als Polizeiauto, wo man sagen kann, es stimmt alles an dem Wagen, der ist komplett dokumentiert.
Er ist in vielen Details wirklich original und er ist nicht tot zu Tode restauriert. Man hat ihn einfach wieder ins Leben gerufen und er läuft. Er läuft wie ein Käfer läuft. Schaut mal hier diese herrlichen Einstellfenster, hier die Ausstellfenster hier vorne links. War damals also top, hat glaube ich nur diese Polizeiversion auch gehabt. Ja, dann der ganz frühe Tacho habe ich euch eben schon gezeigt. Den hat es nur bei der Serie 1 gegeben. Das Auto hieß übrigens Modell 18A, also das war diese spezielle Polizeiausführung. Auto hat auch speziell die geländegängigen Reifen, das könnt ihr am Profil sehen. Also damit, dass man damit dann auch wirklich über Stock und Stein kam. Ich mach mal einen Gang rein, dass er nicht wegrollt. Also das ist sicherlich ein Highlight. Wie viel es von den Autos noch gibt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass in Niedersachsen von der niedersächsischen Polizei eins im Museum steht. Aber der hier ist aus einer Sammlung. Sowas kommt man da wirklich nur einmal ran. Der Wagen ist völlig authentisch. Der hat das Originalschild auch von Hebmüller. Das ist dran. Die Fahrgestellnummer laut Dokumenten sind in den neuen Rahmen eingeschlagen. Der alte war so kaputt, dass man den einfach nicht mehr verwenden konnte. Ja, und ich muss jetzt mal eins machen, weil ich sag mal, ich weiß von dem Auto auch nicht allzu viel. Ich nehme mal ganz kurz hier meine Liste. Hast du die weggenommen? Nee. Ah, alles klar. Was er hat eine verstärkte Bodenwanne gegenüber dem normalen Käfer. Vierzylinder-Boxer ist euch ja bekannt. Vierzylinder-Boxermotor wiegt 735 Kilo und hat damals 6.000 Mark gekostet. Also als Cabrio, es war damals ein Haufen Geld. Normaler Käfer hat damals die Hälfte gekostet. Das Besondere ist hier halt eben diese Hebmüller-Karosse. Und das ist auch dokumentiert dadurch, dass wir einen Original-Pappdeckelbrief haben von dem Auto. Also auch das ist vorhanden. Und Ostberliner Feuerwehr hat ihn gefahren und die österreichische Polizei übrigens auch. Und als dann das Werk abgebrannt war, ist das dann zu Karmann nach Osnabrück gegangen. Und die haben dann die anderen 300 dieser Fahrzeuge gebaut. Aber es ist halt kein Hebmüller. Und dieser hier ist ein ganz, ganz frühes Modell. Das ist ein originaler Hebmüller Käfer. Ein viersitziger Mannschaftswagen praktisch für die Polizei. Ja, von hinten der klassische VW-Motor. Ist übrigens ein Austauschmotor, der ist dann irgendwann mal kaputt gegangen, aber Auto ist gepflegt und gewartet worden. Hier das Original Deutschlandschild aus Metall hinten dran hat er auch. Die kleinen authentischen Lämpchen von VW, die ins Baujahr 49 gehören. Und was natürlich völlig cool war, das ist hier dieses Verdeck. Wollen wir das mal abbauen? Das ist aufwendig, ja. Aufwendig? Ja, aber können wir machen. Oder so, wo ist denn Adi? Ist der weg? Adi? Kannst du uns im Verdeck mal helfen? So, unser Kollege Adi macht das jetzt mal auf. Hinten sind die Schlaufen aus Leder. Ist ein bisschen kompliziert. Im Winter war man ja froh, dass man das dann hatte, das Verdeck. Jetzt machen wir euch das mal ab, wie das so aussieht, ganz ohne. Hier klemmt noch. Alles klar? Ja. Muss man jetzt ja gleich von hier muss aufpassen auf die Hände. Dass man sich nicht einklemmt, ja, das stimmt. Ah, ja, ja, ja. Kann man da das Persenning drüber machen? Ja, ne? Ja. Natürlich alles äußerst spartanisch. Hat mit dem elektrischen Verdeck nichts zu tun, aber 1949, glaube ich, war die Polizei froh, wenn sie mit sowas fahren konnte. Schaut euch mal diese irren Reifen an, die gehören da wirklich drauf. Also man konnte damit wirklich auch quer übers Feld fahren. Musste man ja auch können, wenn man damals Verbrecher gejagt hat. War ja dafür da, so ein Auto, ne? Ja, sieht natürlich klasse aus. Und was das Besondere ist, er hat vier Türen. Also VW hat ja eigentlich immer nur zwei Türen gehabt. Egal, ob das Cabrio war oder Limousine. Aber ein Viertürer, den gibt es eigentlich überhaupt nicht. Hier haben wir ihn. Viertüriges Mannschaftsauto von der Polizei von 1949. Ja, jetzt ist unser VW oben ohne. Also ich kann nur sagen, echt sexy. Ein wirklich tolles Auto. Finde ich sogar vom Design absolut gelungen. VW Käfer Cabrio von 1949. Polizeiauto der Polizei in Hessen. Landeshauptstadt Wiesbaden. Wunderschöne originale Details. An dem Auto ist alles richtig, vor allem die Nummern. Also man kann wirklich sagen, es ist ein originales Hebmüller Polizei Cabrio. 100 Stück hat es gegeben und ich glaube, dass die meisten gar nicht mehr überlebt haben. Danke mal, wenn es davon noch 5 Stück auf der Welt gibt, ist das schon viel.
Also man sieht, dass alle, die uns sehen, sind schwerst begeistert. Das Auto, das packt jeden dran an SL. Also das ist so ein Highlight. Da kommt das Kind im Manne wirklich raus. Allein diese Tröte hier ist ja der Hammer. Ach, klasse. Ja, macht einen Riesenspaß, muss ich wirklich sagen. Ist auch total geländegängig, das Auto fährt sich total leicht. Der wiegt, wie gesagt, nur 730 Kilo, das merkt man. Hat tolle Bereifung, da kannst du überall mitfahren. Wir sind ja eben ein paar Meter da am Strand unterwegs gewesen. Überhaupt kein Problem mit dem Auto. Und ich finde, dass der offen absolut klasse aussieht. Also so ein Auto hat keiner. Das ist einer der interessantesten Oldtimer, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Das ist dermaßen ein Sympathieträger. Und das Interessante ist, ich glaube, das ist eine absolute Top-Wertanlage, weil so ein Auto kann man nirgends kaufen. Und das muss in der Sammlung sein. Das ist der absolute Gag. Und das Auto ist echt. Das Auto ist authentisch bestätigt von VW. Und was dazu kommt, fahren tut er auch wirklich gut. Schau mal hier, wie der abgeht. Der läuft ja richtig gut. Der fährt ja herrlich. Muss mal. Das ist einfach klasse. Also es ist wirklich einmalig. Kann man nicht toppen. Das kann man wirklich nicht toppen. Ja, also Freude am Auto ist hier wirklich absolut angesagt. Oh ja, das. Wenn man mit Zwischengas fahren, das Getriebe ist nicht synchronisiert. Müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier einen Berg hochkommen, aber das wird wohl funktionieren. Hat ja wie gesagt nur 24 PS, läuft 100 Spitze. Also wenn damals einer einen Porsche gefahren hatte, war der deutlich schneller als das Auto hier. Musste sich die Polizei wirklich ranhalten. Ja, ein tolles Auto, schön beleuchtet hier übrigens, kann man bald sehen. Hat sogar eine Instrumentenbeleuchtung, die funktioniert. Es macht eine absolute Laune. Also ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal so viel Spaß bei einem Film gehabt habe, wie mit dem Auto hier. Ist ja der Hammer. Ehrlich, so, jetzt müssen wir links abbiegen. Dann sehen wir, wie die Bremsen gehen, hat mechanische Bremsen. Ja, funktioniert, Auto wiegt ja nicht viel. Ja, hält an, wunderbar. Ach, herrlich. Also das ist ja wirklich absolut klasse. Ah ja. Ich glaube, die Hupe ist kaputt. Ein bisschen heiser jetzt, naja, egal. Tja, also das war sicherlich einer unserer außergewöhnlichsten Probefahrten, die wir bisher überhaupt gemacht haben auf unserem Kanal. Bin ja gespannt, wie viele Aufrufe der hat. Das Auto ist wirklich sensationell. Ja, da sind wir wieder in Beuerberg, das kennt ihr ja. Ich wünsche euch alles Gute, bis zu meinem nächsten Film. Euer Stefan und ciao.